Hallöchen, seid grüß, moin moin und willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Immer noch als Philipp Phillips in der letzten Folge haben den Flughafen gekauft hier oder beziehungsweise diesen Hangar, um halt Waffen schmuggeln und so weiter auswählen zu können. Und wir haben auch gleich eine Nachricht von Ron. Hey Trevor, Oscars Bezahlung für die Waffen sollte schon eingegangen sein und das sieht so aus, dann sei der Flugplatz der Lost jetzt leer. Was auch immer das bedeuten mag. Du hast sie weggepustet. Ach so. Ah ja, hier, knickknack, die Biker. Du hast sie weggepustet. Ich denke, das macht ihn offiziell zum Eigentum von Trevor Phillips Enterprises. Fahr rüber und sieh es dir an. Klingt doch gut. Gut. Fremde und Freaks. Hier die Chinesen, was ist das denn? Landeplatz von Sandy Shores? Hangar bei Sandy Shores. Ach so, das ist jetzt... Ah. Ja, da fahren wir doch mal rüber. Ammunition. Oh, wir 7 E-Mails. Blablabla. Eigentlich nur Spam. Achso. Oh, wir wohnen in Los Angeles sicher. Ja. Gut. Da oben ist eine Straße. Wir brauchen ein Auto. Ammunition, Michel, nein, Alter. Hier kriegst du das beste Real Leben, da kriegst du Spam ohne Ende. Junge. Oh. Oh, nee. Wir können das Ding zertreten, bringt uns aber nicht viel. Natürlich kommt jetzt kein Auto. Es ist immer so. Guck mal, noch mehr Werbung. Wie hier jetzt auch kein Auto kommt. Jedes verdammte Mal jetzt. Ich hätte einfach einsteigen sollen. Einfach einsteigen. Das ist nicht ganz die Karre, die wir brauchen oder die wir eigentlich beim letzten Mal hatten, ne? Aber... So, warte mal, wir müssen mal wieder ein bisschen Mucke ändern hier. Na, Trevor Phillips. Oh, nein, nicht, den müssen wir nicht. Menschen okay, aber keine unschuldigen Tiere. Also, das muss dann wirklich nicht sein. Können wir da rüberfahren? Naja, halt. Alter, wenn du sonst den Helm, wir müssen hier weg! Wir müssen hier weg, wir müssen sonst den Helm! Jetzt nicht mehr. Los. Eigentlich willst du eine Querfeldeinfahrt machen, weißt du? Und dann... Kann man die... Ja, kann man. Was? Also direkt drüber fahren kannst du dann nicht. Also ich meine, kannst du schon, ist nur nicht empfehlenswert. Sandy Shores Airfield.
Ah. Alle Flottenzüge, die du auf Webseiten kaufst oder am Hangar abstellst, werden bei Dings ab angelagert. Bodenfahrzeuge, die zu groß für eine Garage sind, ist so. Alle Helikopter, die du auf die Webseiten kaufst, auf den Landeplatz abstellst, werden bei geparkt. Also hier. Alles klar. Und hier in den Hangar gehen dann auch riesige Dinger rein, die dann nicht in die Garage passen. Wie zum Beispiel ein LKW. Ich weiß nicht, ob der Monster Truck hier in die Garage passt, aber ich glaube, das tut er auch nicht. Er hat irgendwie einen Rechtsstrahl. Ah, das Rad blockiert. Wie doof. Alles, was ich liebe, geht kaputt. Guck mal hier, ein Fremder und Freaks. Wir holen uns die Fremder und Freaks. Danach gehen wir zu den Chinesen. Wir besorgen uns unterwegs definitiv noch mal eine andere Karre. Weil... Was ist das passiert? Warte mal, vielleicht können wir es wieder entblockieren, wenn wir... Ich glaube, wir haben es nur noch schlimmer gemacht. Scheiße. Will so ein LKW oder ein Hammer? Was ist denn das da? Fährt der? Scheinbar nicht, wir können nicht einsteigen. Können wir den reparieren? Können wir das fixen? You're a waste of space on this earth. Repariert. Na gut, dann nehmen wir halt das Bike. Wo kommt denn jetzt deine Sterne her? Fahndungslevel. Zuerst müssen wir den Fahndungslevel loswerden, wa? Theoretisch? Ja, die sind von uns. Okay. Merken wir den Fahndungslevel, los jetzt. Komm schon. They'll kill you. With kindness or with bullets. They'll kill you any way you can. That's why you must have a weapon. You must. How's it going there, you old loon? Living in this plastic paradise with all you fools. Mhm. Gut, was mich jetzt so stört, ist, dass Fremde und Freaks ist jetzt weg. When you're in the bush. And you're scared out of your motherfucking mind. Be grateful that the defense cuts left you with. Damn! Would you open your fucking eyes? Von was geht denn der jetzt K.O.? Wir haben ihn nur angelaufen! Wann Lappen.
roads. Where we will go, we don't need any roads. War das auch noch so ein blauer Punkt? I wanna hump you right now. Hey, hey you, buddy. Can you do us a massive favor? It's the little lady's birthday and we are really fucked up. Yeah. Can you drive us back to our motel? Our car's right there. Come on, man, you can use our car. Na gut. But of course, you two are a hot mess. I love it. You're a legend, bro. Sie sieht jetzt nicht so betrunken aus, aber er. Baby, don't breathe whiskey on the nice man. So where can I take you? Ab und zu können wir eine zufällige Fahrgäste zum Alt. We staying at the hotel southwest from here. Thank you so much. Ich hab da so eine arge Befürchtung, dass die dort hinten anfangen. You have like the best tits in the whole world. If I didn't have to work for a living, I would just play with them all day. Oh, you so bad. Oh, that's Pickles, Abby. Yeah, you like that? Just wait till we get back to the motel. I'm gonna get medieval on those puppies. Oh God, you know what that does to me? Shift that sweet. Oh, hör bloß auf da. Let the wolf see the rabbit. You smell like cigarette and buffalo wings. Ich hab Zigaretten und Hühnchen, was? Come on. Give me a slice of that giblet pie. Was zum... Boah, kommt schon. Soll ich die Karre nicht hier irgendwo in der Wüste abstellen und dann ist gut? Hey, what are you crazy kids doing back there? I tell you what, while you're sweeping the front porch, why don't I work on her back plumbing? Huh? What did you say? How about I suck those kidney stones right out of your balls, big guy? Get this party really started. Ich wollte gerade sagen, hey, die ganze Zeit unfallfrei. Wow, wow, okay, man, it's cool, it's cool. Stop. Each year for civilization, during the next election, end the prohibition, vote yes on Proposition 208, and legalize. Thank you. You're like the best. We've got a little unfinished business to attend to. Wenn ihr denn das richtige Zimmer findet. Riecht ja wie ein Fischladen da drin. Fishmongers in there. Halt! Na also. Den haben wir doch gekillt. Wo will denn der hin? Ah. Die Barbies schon wieder. Boah, wie ist denn der? Als Toter hat er nur einen ziemlichen Schlenker gemacht. Also hat er nochmal gut aufs Gas gedrückt, wa? Junge, du siehst gar nicht gut aus. Wieder gesoffen, wa? Was? Wir warten immer noch kurz. So viel dann dazu. Jetzt ist viel los. Okay, ich würde nämlich gerne nochmal. Jetzt ist das Fremde und Freaks wieder da. Wo war die Danke? Die war ja hier irgendwo. Genau, da sind die Zapfsäulen. So geht's. Ich hab gedacht, wir können da mal so richtig schön durchheizen. Und hinter uns fliegt alles in die Luft. Ja, doof. Jetzt ist der Hammer natürlich auch wieder weg, ne? Aber
820 diesmal nur? Okay. Alter Wattensturm. Ist ja ein vorbereitetes Kfz. Sorry, Bro. Alter. Hey. Bring unseren Trecker wieder. Was hat denn der jetzt? Unser Quad, Junge. Zug ist ja gerade erst durch. 10 Points. Ich hab auch ein Talent heute. Ach ja. Nee, dann doch lieber das Bike als das Quad, weil es ist doch kontrollierbarer, finde ich. Helm. Shit or one dumb ignorant white trash hillbilly Wallace. You're damn right. Chang, spreadsheet. Let's head outside and talk terms. La 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 la. Quiet in. Gentlemen. Ist immer noch high. I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you. Me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. Fuck up! Our boss, Mr. Cheng's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who are you working with? Hmm? Who? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Cause those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Ich hab da so eine Ahnung, dass wir die O'Neills platt machen gehen. Begib dich zum Hof der Gebrüder, O'Neill. Und dann die Musik dazu. That's what I'm looking for. Fährt er jetzt ein bisschen schneller als sonst? Liegt das an seinem Rage, in den er gerade so ein bisschen steckt? Trevor Phillips.
Elwood O'Neill! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Trevor, it's business! That wide-eyed idiot was mine! It's business, fella! You wanna discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us. Start writing those names on tombstones, cause I'm on the way to your lab and we're gonna see how much of a family myth business you got when I'm done! All of you are going to die! Whoa! Wie gibt's einen Aussichtspunkt auf dem Hügel? Oh, das sind ein bisschen, ne? Also. Guck mal. Ja, geht. Damn! I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Oh, how many brothers you got, you inbred? Zerstöre das Meth-Labor der O'Neills. Gerne. Haben wir noch den Schalldämpfer drauf, wa? But I'll kill the lot of you, and I'll torch your cookhouse. Okay, es wird Zeit, ein bisschen die Sau rauszulassen. Ah, ich glaube, das packen wir nicht, wa? Nee. Von irgendwo haben sie geschossen. Trevor ist tot. Er ist tot. Die haben da gerade zwei mit einem Mal platt gemacht. So, mal gucken. Ich sehe jetzt erstmal keine Bewegung oder überhaupt irgendwas. Manchmal kann es ja auch subtil vorgehen. Also wir müssen hier nicht immer rumrennen und alles niedermetzeln und rumballern und platt machen. Ich meine, das machen wir sowieso. Aber wenn wir schon das Scharfschützengewehr und Schalldämpfer haben, warum sollten wir das nicht nutzen? Voll in die Nüsse. Take over time. I'll kill ya. I'm in some serious shit here. You assholes. Shit for brains. Don't look like a larger operation to me.
Wo denn? How about a merger, you prick? Get your own fucking business! Könnte ja keine Ahnung, dass da noch so viele drinne sind. Haben wir keine Handgranaten, die wir da irgendwie reinschmeißen können? Waren jetzt wohl alle, wa? Wir sammeln hier vorher noch mal Munition und was auch immer ein. Eventuell noch Waffen oder Geld. Drogen vielleicht. So, wir gehen noch mal nach oben, weil wir hier oben ja auch ein paar platt gemacht haben. Gott, ist das Haus verwirrend. Aufgeschissen. Sind doch jetzt hier. Oder ist das oben? Oder unten? Man muss hier unten sein, weil oben ist er ja jetzt nicht mehr. Er wollte nach der Waffe greifen. Gas in a meth lab. Oh, you're gonna burn, you idiot. Benzin auszugießen, rüste über den Kanister aus. Was? Nothing but a smoldering fucking wreck. Boah, wie krass. I'm gonna burn it to the ground. Ich wette, draußen wartet bestimmt noch eine kleine Überraschung jetzt auf uns, wa? That. Die riechen gar nichts mehr.
can't leave gaps. Wie viel Benzin ist denn da drinne? Burn, you disrespectful pricks! Bumm. Jo. Dann kommen wir vom Farmhaus, nehmen wir hier gleich das Quad und machen einen Abgang. Bestanden, Drogenhölle. Wir gucken uns mal die einzelnen Kopfschüsse. Naja, haben wir 7 von 10. Unversehrt haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Haben wir auch Treffgenauigkeit. Das Kontrollpunkt, was auch immer. Gut, das war's dann auch für diese Folge. Wir speichern nur noch schnell ab. Und dann danke ich euch fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns in einer neuen Folge wieder. Bleibt trocken. Bis dahin.